es ist so, dass wir unser Ego haben und es ist gegen Allah und gegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Es hat die eigenen Wünsche. Immer wenn du sagst, ich denke so und ich meine so und ich glaube aber so, wenn du gar nicht hörst auf deinen Scheich, nicht hörst auf Rasulullah, nicht da das Wissen suchst, sondern deine eigene Meinung preist, deine eigene Meinung gut findest und auf deine eigene Meinung besteht, dann bist du falsch. Und das machst es falsch auch, weil es die falsche Niyat hat, die falsche Absicht. Es tut nämlich die Sachen für sich selbst. Es betet für sich selbst, es fastet für sich selbst und es gibt Zadaka für sich selbst. Es tut gute Taten auch noch für sich selbst, um gut dazustehen, um fromm zu werden. Ach, wird er mich endlich lieben und dies und das. Das ist alles Tee mit Salz kochen. Du trinkst nicht Tee mit Salz. Du kochst nicht einen Tee und tust dann Salz rein. Aber das ist das. Du tust in deine Taten das Salz. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar, da ist nichts. Alles, was du getan hast, ist nichts.